dass Sie zum Sonnenuntergangskonzert heute nach Russo gekommen sind. Wenn du die Nacht zur Erde senkst und Schlaf den Menschenkindern schenkst, so heißt der Text eines Liedes, das wir heute Abend für Sie singen. Aber noch singen wir sie nicht in den Schlaf. Wir singen ihnen vom Frühling, von der wunderbaren Schöpfung, von der Sonne, von der Liebe Gottes. Und wir hoffen, dass wir ihnen eine schöne abendliche Stunde mit viel schöner Musik schenken dürfen. Sie dürfen bei manchen Liedern auch mitsingen, das haben Sie eben schon getan. Vielen Dank dafür. Sie dürfen Ihr Bändchen im Gesangbuch gleich da liegen lassen. Das Lied Nummer 702 kommt auch noch zum Mitsingen. Das sage ich Ihnen dann vorher aber an. Und auch das Lied Nummer 65, ganz am Schluss, dürfen Sie dann gerne mit uns zusammen singen. Allerdings mit einer anderen Melodie, aber ich hoffe, dass Sie die alle kennen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude bei unserer Musik und was wir am liebsten tun, nämlich singen. Deshalb sind wir hier. Davon handelt auch unser nächstes Stück, I'm Gonna Sing. Gut, dass man mich immer an alles erinnert, was ich vergesse. Aber Sie haben das schon so toll gemacht, dass ich es natürlich vergessen habe anzusagen. Wir wollten Sie bitten, wenn Ihnen unser Konzert gefällt, trotzdem vielleicht erst am Schluss Ihren Beifall zu spenden, wenn Sie den möchten. Sie dürfen dann außer dem Beifall auch noch etwas anderes spenden, wenn Sie möchten. Aber den Beifall erst ganz am Schluss wäre toll, dann wird es nicht ganz so zerpflückt und noch länger, als es vielleicht so schon dauert. Deswegen ganz am Ende freuen wir uns sehr über Ihren freundlichen Applaus. Vielen Dank. Nun hören Sie I'm Gonna Sing. Sollte es Sie zwischendurch mal von den Stühlen reißen, dürfen Sie natürlich trotzdem auch. Fulda, zwischen Frankfurt und Fulda in Hessen liegt unser
unser Dörfchen, wo wir herkommen, Sintal, Sterbfritz heißt das sogar. Und Condio ist also mein Kirchenchor und wir sind hier schon zum zweiten Mal zu Gast im Herrenhaus in Rocco und machen dort unsere Chorfreizeit und unser Probenwochenende. Und dieses Jahr krönen wir unsere Freizeit mit dem Konzert. Ich bin Heidrun Götsche, ich bin gegenüber die Hälfte des Jahres zu Hause und die andere Hälfte in Sintal, wo der Chor auch herstammt. Die anderen beiden Chöre, die noch dabei sind, sind die Kirchenchöre aus Rerik. Ich gebe mal auf den Link mal. Rerika. Genau, das sind Rerika. Unter der Leitung von Jean-Dominique Lagis, der auch Pastor in Rerik ist. Schön, dass ihr da seid. Und dann sind noch die Neubukoer, der Neubukoer Kirchenchor bei uns. Toll. Und unter der Leitung von Anne Münch, die ist auch da. Anne, wo bist du? Hier, weiß man. Anne, Jean und ich, wir kennen uns schon sehr lange und sind befreundet und irgendwie haben wir das mal bei einem Rotwein ausgeheckt, dass wir noch mal ein Konzert zusammen machen können. Und das möchten wir jetzt präsentieren. Viel Freude weiterhin. Es geht weiter mit Joyful Voices, einem spiritual-ähnlichen Lied von Ralf Brössler. Er hat vertont die Wundergeschichten von Jesus, wie der Lahme plötzlich springt, wie der Blinde plötzlich sieht und wie wir durch unseren Gesang hoffentlich die Welt etwas besser machen können. Das versuchen wir heute Abend. A lonely world is singing a song for loneliness. Oh.
macht sich als Veranstalter eines solchen Konzertes viele Gedanken, wie man das Programm aufbaut. Wann kommen die langsameren Stücke, wann kommen die schnelleren Stücke? Dieses Stück, was Sie gerade gehört haben, ist eigentlich so ein typisches letztes Stück in einem Konzert. Aber da es ein Konzert zur Nacht ist, habe ich gedacht, wenn wir Sie so nach Hause schicken, können Sie alle gar nicht schlafen. Deshalb wird es zum Ende immer ruhiger. Wir verschießen jetzt sozusagen unser Pulver und nachher wird es immer ruhiger. Dann können Sie beruhigt nach Hause fahren und gut schlafen. Sie hören jetzt unsere Frühlingslieder. Das erste ist von John Rutter, Alle Dinge dieser Welt. Ein Lob Gottes für die Schöpfung. Viel Freude. Thank you.
von unserer wunderbaren Pianistin Teresa Bodnarova. Sie ist aus Köln angereist mit ihrem Sohn Christian, der sie tatkräftig und toll unterstützt, ihr umblättert und ihr zu Hilfe ist am Klavier. Wir sind ganz froh, dass sie da ist und ich glaube, da dürfen Sie jetzt mal klatschen. Jetzt kenne ich sie und jetzt wird sie pausenlos zum Begleiten geholt, weil sie das so toll macht. Ich glaube, Sie können das nachvollziehen. Vielen Dank, dass du da bist, dass ihr da seid. Sie hören nun das nächste Lied von John Rutter, Für die Schönheit dieser Welt. Für die Schönheit dieser Welt, für alle Menschen, die mit mir befreundet sind, für meine Familie, einen großen Dank an den Herrn. Für die Schönheit dieser Welt. Für die Schönheit
werdet sie von uns hören. Der nächste Kanon nennt sich Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Thank you.
dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Christus Jesus ist unser Herr. Thank you.
Als Jesus am Kreuz hing auf Golgatha, hat der Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt wurde, zu ihm gesagt: Wenn du heute ins Paradies kommst, dann denk an mich. Jesus, remember me. Oh.
der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Guide me, guide me, guide me.
Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass es ruhiger wird gegen Ende des Konzertes. Einmal müssen Sie noch ein etwas flotteres Stück über sich ergehen lassen, klingt blöd. Nein. Wir singen für Sie ein Segenslied, deswegen wollte ich das gerne auch am Ende des Konzertes trotzdem noch haben. Fürchtet euch nicht, stärkt eure Hände, heißt es. Und zwischendurch kommt immer, ihr sollt ein Segen sein. Wir wünschen uns den Segen von Gott und wir selbst sollen ein Segen sein, auch für unsere Mitmenschen. Ihr sollt ein Segen sein. Thank you.
nach diesem Klingen am Abend mit all den Worten, die durch unsere Natur, Gottes Schöpfung, die Liebe, die wir erleben und die wir selber geben dürfen, die Gott uns zuspricht, gesungen haben, dem Hoffen, dass auch diese Nacht uns ein friedliches Bett geschenkt wird. Eine Nacht, die uns stärkt. Ein Tag, der uns am nächsten Morgen wieder mit Kraft füllt und sich ausbreitet mit seinem Segen. Das haben wir besungen an diesem Abend. So soll dieser Klang mit all den Worten uns ein Schatz werden auf dem Weg, der uns durch die Zeit trägt. So segne uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in diesem Abend und auf dem Weg gemeinsam, jeder für sich. Vielen Dank für diese klingende Gemeinschaft. Mit dem Wunsch und der Bitte nach Frieden, den wir alle so im Herzen tragen, beenden wir das Konzert Verleihungsfrieden gnädiglich von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Danach laden wir Sie dann noch ein, zusammen mit uns zu singen, von guten Mächten wunderbar geboren. Thank you.
Wir wünschen uns, dass wir von guten Mächten treu und still umgeben sind, auch in dieser Nacht. Der Chor wird die Strophe 1 und die Strophe 2 singen und Sie sind herzlich eingeladen, die Strophe 5 und die Strophe 6 mit uns zusammen zu singen. Allerdings zu der Melodie von Siegfried Fietz, aber die hören Sie dann vorher schon zweimal. Ich denke, das wird klappen. Von guten Mächten.